Fähre nach Mallorca legt heute um 23 Uhr vom Hafen in Barcelona ab. Noch 700 Kilometer. Aber kein Stress. Dieter fährt schließlich gen Süden. Und es sind jetzt schon 28 Grad. Ich habe mich temperaturmäßig angepasst. Wir fahren Richtung Süden. Ja, und da habe ich eine Dreiviertelhose oder eine halbe Hose, wie man das nennt. Ja, weil ein bisschen Luft von unten reinkommt, ne, damit man nicht so schwitzt. Es geben zwei Prinzipien, die ich habe. Ich werde niemals vor der Türe gehen, unrasiert oder mit Jogginghose. Das gibt's bei mir No-Go. Ich werde niemals mit der Jogginghose überhaupt unsere Haustüre verlassen. Auf keinen Fall. Um es mit Modeschöpfer Karl Lagerfeld zu sagen, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Dieter ist schon lange in der Fernfahrerbranche. Manchmal wünscht er sich in seine Kindheit zurück. Ich hatte eine schöne Kindheit bei meinen Eltern und sorgenfrei. Sicherlich gab es auch mal Momente, aber eine Kindheit wünsche ich gerne noch mal zurück. Das war, man brauchte sich um nichts zu kümmern, alles war gut. Alle haben dich lieb gehabt, ja. Oh, bist du eine schöne Junge, eine nette Junge, oh, bist du eine Liebe. Das hast du heute nicht. Heute wirst du nur kritisiert und kriegst einen Arschtritt. Dann kommt man in der Pubertät, dann kommt man in der Jugendlichen, dann wird man heranwachsend und geht das dann weiter und weiter und weiter, ja. Und rubbelizupp, dann ist man 60. Ja,